Hi Leute, das ist Sanu hier. Star Wars Outlaws ist so ein Mixbag, so eine gemischte Tüte an allem, weil gefühlt waren einige Sachen, die wir gesehen haben, die sahen richtig geil aus, richtig nice. So ein paar andere Sachen da, dann kommst du ins Stirnrunzeln und fragst dich, was ist da los? Ist das eine zu verfrühte Version? Was geht da ab bei Ubisoft? Und jetzt gab es einen kleinen Leak bezüglich der Vorab-Version für die ganzen Previews, für die ganzen Vorschauartikel und Vorschauvideos, die jetzt rauskommen. Ihr wisst ja, das Spiel erscheint offiziell am 30. August und davor muss noch marketingtechnisch ein bisschen was passieren. Ubisoft hat ja rausgehauen, wir hätten das größte Marketing aufgefahren ever für Star Wars. Bin schon gespannt. Und lieber in die Qualität stecken eigentlich. Und jetzt, wie gesagt, gab es einen Leak von einer Vorab-Version, wo jemand gespielt hat. Und das Ganze ist natürlich wieder aus dem Internet verschwunden. Ganz klar. Ich habe da einen Blick drauf geworfen. Natürlich kann ich euch nichts zeigen. Werde ich auch nicht, das macht man nicht. Besonders weil da auch, ja, gerade in Bezug auf Spoiler, wer da gar keinen Bock drauf hat, ne? Ich wollte euch nur ein bisschen was sagen diesbezüglich. Und der Leak stammt von so einem bekannten Leaker, Visceral heißt er, und 404 Leaks Online und hat, wie gesagt, 13 Minuten Gameplay gezeigt, inklusive Zwischensequenzen. Das gezeigte Material ist offenbar vom Anfang vom Spiel, deswegen werden wir auch hier nicht großartig darauf eingehen, weil, ne, Spoiler, soll es keine geben, das hasse ich selbst wie die Pest. Auf jeden Fall kann ich für mich persönlich sagen, dass das, was gezeigt wurde, auf jeden Fall deutlich besser aussah als das, was IGN First in ihrer Tatooine-Mission gezeigt hat. Ne, also jetzt rein, klar, planetenunabhängig, hat man einfach doch bessere Animationen gesehen, mehr Details und das Ganze sah runder aus. Was natürlich die Frage aufwirft, warum zeigen sie dann bei IGN, die eine Content-Reichweite von über 18 Millionen Abonnenten haben, warum zeigen die sowas, obwohl es eigentlich deutlich besser geht? Deswegen, keine Ahnung, ich werde es nicht verstehen. Auf jeden Fall, schreibt mir mal in die Kommentare, Leute, was ihr dazu denkt, wie eure Meinung jetzt ist zum heutigen Stand. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.